Ich möchte diese Tabelle hier auswerten mit Excel. Das wäre möglich mit Teilergebnissen. Ich mache das mit einer Pivot-Tabelle. Ich möchte zum Beispiel Folgendes. Ich möchte den Umsatz erfahren all dieser verschiedenen Verkaufsstellen. Oder ich möchte wissen, wie viele Nieten, Schrauben und Nägel habe ich denn verkauft. Oder wie war der Umsatz dieser einzelnen Warengruppen. Oder ich möchte den Umsatz kennen von April oder Januar und so weiter. Wie geht das? Stellen Sie irgendwo den Cursor in Ihre Liste. Gehen Sie zu Einfügen. Bei Einfügen zu Pivot Table. Dann erscheint dieses Fenster hier. Excel erkennt sofort die ganze Tabelle. Achten Sie darauf, dass Sie keine leeren Spalten oder leeren Zeilen haben. Wählen Sie hier Neues Arbeitsblatt und danach OK. Okay? Dann erscheint dieses komische Fenster hier. Da unten steht Tabelle 3. Ich trage diese Tabelle hier nach rechts und ich beginne nun hier mit der Auswertung. Was hier vorhin bei der Spaltenüberschrift stand, steht nun hier bei meiner Pivot-Auswertung von oben nach unten. Ich beginne mal mit meinen Kunden. Ich klicke hier auf Kunde, klick, schwupps, und da unten erscheint Kunde und ich habe alle meine Kunden sofort hier aufgelistet. Dann hätte ich gerne den Umsatz, Warenwert, und wenn ich hier nur schon den Haken hineinsetze, springt dieser Warenwert hier in die Spalte Wert und ich habe hier sofort die Auswertung all meiner Verkaufsstellen, und zwar die Summe. Schneller als mit dieser Pivot-Tabelle geht es nun wirklich nicht. Ich packe nun diese Kunden wieder, stelle sie hier irgendwo daneben und auch das stelle ich daneben. Ich beginne nochmals. Ich hätte nun gerne die Artikelgruppen, man kann die auch packen und hier nach unten ziehen. Also ich hätte auf den Zeilen, also auf diesen verschiedenen Zeilen, meine verschiedenen Artikel. Ich sehe, ich habe drei Artikel. Und nun möchte ich wissen, wie ist denn hier der Warenumsatz? Ich packe wieder den Warenwert, oder ich klicke hier einfach hinein, stelle das hier zu Werten und ich sehe nun, ich habe im Wert von 1545 Franken Nägel und so weiter verkauft. Nun interessiert es mich aber auch, wie oft habe ich denn überhaupt Nägel verkauft. Ich kann nun diesen Warenwert nochmals packen, hier nochmals hinstellen. Natürlich käme hier nochmals die Summe. Jetzt will ich aber nicht die Summe, sondern die Anzahl, wie oft habe ich denn verkauft. Ich mache hier einen Rechtsklick. Ich gehe auf Wertfeldeinstellungen und wähle hier statt Summe Anzahl. Und ich sehe, aha, ich habe 17 Mal Nägel verkauft, 5 Mal Nieten und 30 Mal Schrauben. Ich entferne diese Abfrage hier wieder und ich möchte gerne von meiner Artikelgruppe wissen, was ist denn der Durchschnittspreis? Ich klicke hier auf Preis, das springt automatisch hier in diese Spalte Werte, aber jetzt habe ich die Summe und nicht den Durchschnitt. Ich klicke hier drauf mit rechts Wertfeldeinstellung und sage nun, ich hätte gerne den Durchschnittswert dieser Preise und ich sehe, ja, das sieht ein bisschen unschön aus. Ich will ja gar nicht so viele Kommastellen. Ich mache hier nochmals einen Rechtsklick und ändere hier bei Wertfeldeinstellungen nicht hier die Abfrage, sondern das Zahlenformat. Ich will nur eine Zahl, aber zwei Kommastellen, das genügt. Okay? Okay, dann sieht das perfekt aus. Zum Schluss möchte ich wissen, wie war denn der Warenumsatz verteilt über die Monate? Ich packe diese Auswertung wieder, stelle sie auf die Seite. Ich hole hier die Monate. Ich sehe hier die Monate und den Warenwert stelle ich hier hinein und ich sehe verteilt über die Monate, wie viel war denn der Umsatz in diesen Monaten. Aber nun möchte ich ja noch wissen, wer hat denn verkauft im Januar? Also packe ich noch den Kunden und stelle den hier unten hin und ich sehe, ah, im Januar hat Bau und Hobby für so viel Franken Umsatz gemacht. Und im Februar war Jumbo mit 137 Franken und so weiter.
Achtung! Wenn ich in meiner Originaltabelle, wenn ich da irgendetwas verstelle, ich mache da mal etwas Extremes. Ich sage hier bei Schrauben, ich habe hier nicht nur 2 Mal verkauft, sondern 200 Mal, dann habe ich hier einen riesigen Betrag. Das müsste man ja dann bei den Umsätzen bei Jumbo merken. Ich gehe hier zu Pivo und ich merke, Jumbo hat irgendwie nicht mehr verkauft. Da muss ich unbedingt hier bei Analysieren auf Aktualisieren gehen, bei meiner Pivot-Tabelle aktualisieren. Und jetzt sehe ich hier, ist der Wert bei Jumbo im Januar korrigiert worden. Also daran denken, die Pivot-Tabelle muss man immer wieder aktualisieren, weil Pivot eigentlich im Hintergrund eine Kopie meiner Liste hier erstellt und dann nur eine Auswertung der Kopie macht. Außer ich klicke hier auf Aktualisieren. Das war's.